Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Es sind 7 Tage bis zu meinem Profi-Wettkampf in Polen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, sehr vorfreudig, hab richtig Bock und die Form heute Morgen war auf jeden Fall auf einem Bestpunkt. Wie die Form aussieht, zeige ich euch aber jetzt nicht, sondern im Laufe des Videos. Vorher gibt es nochmal das letzte richtige schwere Training für die Prep und dann haben wir es geschafft. Ab morgen beginnt dann Peak Week und heute geben wir nochmal Vollgas. Ich habe wieder mein Pre-Workout vorbereitet zum Wachwerden. 8 Gramm Meter plus, 20 Gramm Nitro, den Pump kriegen wir trotzdem noch hin. Und dann haben wir noch Kollagenpeptide für die Gelenke. Und so starten wir jetzt auf ins Training. Das zweite Training in dem Bodybuilding-Paradies hier. Das erste Training war ein Push-Training, das zweite Training ist ein Push-Training. Und heute werde ich mich wieder an den Geräten durcharbeiten. Das sind so wirklich richtig, richtig schöne Oldschool-Geräte, Bodybuilding-Geräte. Ich habe richtig Bock auf ein gutes Training. Mal gucken, was die Gelenke sagen. Die beschweren sich schon eine ganze Weile. Aber es wird nicht so lange geschnackt, denn die Energiebereitschaft ist minimal und deswegen ziehen wir es jetzt ordentlich durch. Eines der schmerzhaftesten Pumperlebnisse meines Lebens gewesen und das am Ende meiner Diät. Eine Woche out, das ist echt brutal. Alles tut weh. Aber ich glaube, es sah ganz gut aus. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt im Spiegel aussehen wird. Ich bin echt platt, ich bin echt kaputt, aber das ist immer ein gutes Zeichen für die Form.
Es ist vollbracht. Das letzte Training bis zum ersten Wettkampf ist geschafft. Und die Form ist relativ wässrig gegen Ende geworden. Sehr viel Stress. Also man merkt es einfach extrem, sehr viel physischer Stress. Psychisch eher entspannt, aber physisch einfach am Ende. Morgen gibt es einen schönen Rest-Day und danach folgen die Entladetrainings. Und im Laufe der Woche wird die Form nochmal richtig, richtig scharf und hart. Das heute war auf jeden Fall morgens die beste Form. Im Training war sie auf jeden Fall die prallste, definierteste Form. Also ich bin überhaupt nicht unzufrieden oder unglücklich. Bis hierhin 100% gegeben. Es war wirklich Vollgas, Fokus, sehr intensiv gewesen und ich bin sehr gespannt. Und da sind wir auch schon wieder in der Küche. Ich hatte gerade ein Nickerchen und eine Mahlzeit davor und von hier aus sieht die Welt schon wieder ganz, ganz anders aus. Das ist quasi das Diätleben. Eine Woche out, vorher komplett Matsch gewesen. Ich schlafe wirklich sehr, sehr kurz, gehe in der Nacht auch sehr, sehr oft auf Klo. Also ich glaube, ich stehe 10-mal auf und es weckt halt immer wieder auf und man hat nicht diesen durchgehenden Schlaf, aber so ein Nickerchen zwischendurch hilft dann ordentlich. Vor allem ist es Sonntag, ist es wirklich schön entspannt, schön ruhig raus und man kann einfach ungestört schlafen. Aber so ist das. So ist nun mal die Realität. Ihr habt davor gesehen, mega im Eimer. Heute Training durchgezogen, so gut es geht. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Runden Posing gemacht. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig mit einem extremen Pump zu posen. Da kam auch in den letzten Videos immer wieder der Kritikpunkt, dass irgendwas nicht richtig offen ist oder dass die Seite nicht richtig angespannt ist. Und es ist einfach wirklich sehr, sehr schwer, vor allem mit einem Armpump, da auch Definition reinzukriegen. Aber am Ende des Tages zählt halt wirklich kein YouTube-Video und auch kein Instagram-Video. Das ist alles nur ein Teil des Weges, die Dokumentation des Weges, aber es zählt eben die Bühnenform. Und da bin ich sehr drauf gespannt, vor allem euer Feedback auf den letzten Reels und auch auf den YouTube-Video vorletzten. Das war wirklich echt brutal. Also da fühle ich mich wirklich sehr, sehr geehrt, sehr geschmeichelt. Die Vergleiche, die da gezogen worden sind, auch vor allem mit der Olympia, mit der Top 10 und so, das ist natürlich schon wirklich schön, aber für mich persönlich gilt erstmal auf der Bühne stehen und halt zu präsentieren. Ne? Am Ende des Tages ist es mein erster Wettkampf nach 2,5 Jahren wieder und das bedeutet für mich ein bisschen Druck, weil ich meinen persönlichen Erwartungsdruck habe und auch wirklich abliefern möchte und Leistung präsentieren möchte. Aber ich bin wirklich sehr zuversichtlich, dass es sehr, sehr schön wird, dass es sehr erfolgreich wird. Und ich habe Gas gegeben, wirklich. Ich denke, die Form wird brachial gut sein, so gut, wie sie maximal sein kann. Und am Ende der Platzierung entscheidet natürlich auch, wer vor Ort ist und was die Jury sagt zu dem Paket. Und darauf können wir auf jeden Fall gespannt sein. Ansonsten ist heute Sonntag, das heißt für mich wieder Supplemente auffüllen. Und da zeige ich euch gleich mal, was in meine Supplement-Box alles reingehört. So, Platz genug haben wir. Jetzt kommen wir zum Auffüllen mit Super Omega 3. Omega 3 empfehle ich wirklich jedem, egal ob Sportler oder nicht Sportler, auch euren Eltern, Großeltern, jedem. Omega 3 ist super wichtig für die Gelenke, fürs Herz, für jegliche Funktion im Körper. Mega zu empfehlen, mega wichtig, darf eigentlich nirgendwo fehlen. Dann haben wir hier Vitamin D3, K2 ebenfalls fürs Immunsystem extrem wichtig. Die Kombination vor allem mit K2 ist sehr, sehr wichtig. Hier haben wir ein Wochendepot, was immer angegeben wird, aber tatsächlich nehme ich 5000 bis 10.000 Einheiten pro Tag und das geht voll klar. Also 1 bis 2 Kapseln am Tag sind schon legitim, vor allem im Winter. Ein gutes Vitaminstack, ausreichend Vitamin C und allem drumherum sollte auch nicht fehlen. Genauso wie Kurkumin hier als Liquid-Kapsel sehr, sehr zu empfehlen. Calcium und Magnesium als Gemisch. Magnesium separat nehme ich auch gerne nach dem Training oder vorm Schlafen gehen. Glutamin ebenfalls nach dem Training. Glucosamin für die Gelenke, T3 für die Schilddrüse. Das ist Jod und Selen. Davon haben wir in unseren Böden in Deutschland vor allem viel zu wenig. Das sind so meine Basic-Subs. Ich habe natürlich noch Ashwagandha und sowas. Alles, was ich noch Post-Workout nehme oder vorm Schlafen gehe, Melatonin, ebenfalls sehr zu empfehlen. Aber das kommt auf jeden Fall erstmal in meine Pillenbox. Hinten ist nochmal Kreatin. Was das hier sucht, weiß ich nicht. Aber das nehme ich übrigens auch komplett durch. Die ganze Wettkampfdiät lang. Immer ungefähr 7 bis 10 Gramm.
Vor allem in so einer Diät ist Nährstoffmangel ein großes Risiko, einfach um krank zu werden. Das darf nicht passieren, das sollte nicht passieren, das wirft einen zurück. Und deswegen sind wir damit auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut geschützt, aber auch in der Off-Season, weil das sind hier wirklich zum Teil essentielle Dinge. Omega-3 und Vitamin D3, K2 zum Beispiel sind super wichtige Sachen. Mit dem Code ALGEN bei ESN immer mit dem besten Preis. Also wenn mal eine Aktion ist, wie zum Beispiel jetzt gerade mit den Kapseln, dann spart ihr dort ordentlich. Ansonsten einfach immer den Code ALGEN eingeben und ihr habt immer den besten Rabatt, den es gibt. Ansonsten beginnt morgen, wie schon erwähnt, die Peak Week, beziehungsweise morgen ist nochmal Rest Day, aber nächste Woche beginnt die Peak Week. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch an der Peak Week vor allem interessiert, was ihr gerne sehen wollt, ob euch weiterhin auch Formchecks in dieser Woche interessieren. Genau, weil euer Feedback ist da natürlich immer sehr, sehr gefragt und sehr, sehr wichtig. Vor allem mir sehr wichtig. Ich lese mir wirklich jedes Kommentar durch, jede Nachricht und bin darüber ultra dankbar. Und bedanke mich natürlich auch an der Stelle, wie immer, für euren ganzen Support, auch ebenfalls mit dem Code ALGEN auf esn.com, für die ganzen neuen Abonnenten an der Stelle, hallo, und ja, für einfach alles über die Zeit, weil das ist einfach eine brutale Unterstützung. Es hilft immer noch, auf andere Gedanken zu kommen und das freut mich wirklich extrem. Also Leute, vielen Dank an der Stelle und wir sehen uns beim nächsten Video wieder und so langsam kommen wir dem Wettkampf wirklich nahe.